und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Heavy Rain. Ja, wir befinden uns jetzt im Park. Und da geht schon wieder die Konversation los. Was fragen wir denn? Oder was machen wir denn? Vielleicht ein bisschen spielen? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Schwierig. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Oh, der Blick. Der Blick verheißt nichts Gutes. Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Hat er wohl verpennt. Willst du was essen? Tja. Eine Wippe, geil. Ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen, ist doch schon wieder etwas länger her, seit der letzten Folge. Hallo? Huch? Hallo? Komm, wir wippen mal ein bisschen. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja! Ach, geht doch! Was? Nein. Komm, Dad, lass mich fliegen! Ja! Schön! Oh, da hinten ist ein Regenbogen. Hopp! Hopp! Hoppala! Jetzt ein bisschen schneller. Hoppa. Hoppala, aua. Voll auf Steißbein. Aua. Das war lustig. So, und jetzt? Was machen wir? Könnten wir mal zum Karussell? Komm schon. Eine Schaukel, geil. Hoppala, Entschuldigung. Schaukel, geil. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Okay, dann wollen wir hoch. Und loslassen. Juhu. Hoppala, Entschuldigung. Das war wohl ein Satz mit X. Du schaust dich ja gar nicht an. Doch, Moment. Tut mir leid. Ich hab versagt. Los, Dad. Yeah. So schnell wie du kannst. Und runter her. Juhu. Hoppala. Warum hörst du auf? Oh. Entschuldigung. Okay, komm, eine Runde noch. Huch. Ist ein bisschen komisch mit dem Controller. Hops. Los, Dad. So schnell wie du kannst. Nein. Oh, das war knapp.
Das war cool. Ja, danke schön. Ah, endlich ein kleines Lächeln bei Sean. So, Sean. Huch. Wollen wir ein bisschen Karussell fahren? Oh, da hätte ich jetzt voll Bock dazu. Drehkarussell, das ist bestimmt auch geil. Komm. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Juhu! Und ruf mit dir. So, dann wollen wir mal. Und los geht's! So schnell wie du kannst! Ja, ich mach so schnell ich kann. Schneller! Ja, ja, ich gebe alles. Schön. Oh, jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Ach, schön. Halt ihn fest. Es ist dein einzigster Sohn, der dir noch geblieben ist. Nein, wir wollen jetzt noch nicht gehen. Ich wollte eigentlich jetzt noch mit dem Karussell fahren. Huch. Hallo. Lass mich doch mal durch hier. Karussell fahren? Schön. Aber ich kann es nicht mehr fahren. Verdammt. Oder muss man an die Kasse gehen wahrscheinlich? Aus dem Weg. Ich möchte gern ein Ticket. Oh, da ist ja gar keiner hier im Verkauf, oder doch? Doch, da ist einer drin. Hallo? Tja. Schade, ich wäre jetzt noch gern Karussell gefahren, aber irgendwie geht's nicht. Oh, was ist denn das? Süßigkeiten. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack, bitte. Danke. Cool. Schau, wo bist denn du? Ach, er sitzt wieder auf der Bank, oder? Aus dem Weg. Schau mal, was ich da für dich hab. Hey. Ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Ja, toll. Mist. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. Na gut, dann wollen wir mal wieder gehen. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Das würde ich mir auch wünschen. Ja. Aber dafür, dass hier so ein ekelhaftes Wetter ist, ist los, jetzt... Komm, Dad. Entschuldigung. Was ja, du, ich bin schon unterwegs. Dafür, dass hier so ein ekelhaftes Wetter ist, ist hier ziemlich viel los. Hallo? Wo müssen wir denn lang? Hey, Dad. Kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Warum eigentlich nicht? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Also doch mit dem Karussell. Juhu, ich freue mich. Okay, dann wollen wir mal... Aus dem Weg. Ich hab's eilig. Einmal. $1. So. Schon, wo bist du denn? Sitzt du schon auf dem Pferd? Juhu. Los geht's.
Was war das denn jetzt? So schnell konnte ich nicht reagieren. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Der Spielplatz. Sean! Sean! Da ist der Rucksack. Gott, wo ist er? Die Scheiße. Sean! Sean! Verdammt, wo ist er? Schon wieder dieses Origami. Was hat das zu bedeuten? Ich bin verwirrt. Dienstag, 19.55 Uhr. Sie sind der Detektiv. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ätzend. Genau, hol mal dein Material raus, guck dich mal ein bisschen um hier. Ari on. Okay, dafür kann man es auch nutzen. Auch nicht schlecht. Oh, cool, das hätte ich auch gerne. Ne. Entschuldigung. Kleines Minispiel, wa? Cool, gibt's noch mal ein anderes Spiel? Oh. Wieder guckt. Das ist ja geil. Oh Mann. Das ist ja cool. Nicht schlecht. Naja, bisschen chillen. Ist ein bisschen genervt, kann das sein? Oh Mann. Ach ja. Was guckt denn der Typ überhaupt so? Ach, hier. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne.
Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch, es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Was? Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir. Alles andere geht mich nichts an. Nein. Natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren. Auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Konnte ich noch nie Gehen Krawatten Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Okay. Ich war jetzt gerade so mit Krawatte binden beschäftigt. Wo ist denn hier mein, hallo? Wo ist denn hier mein Büro eigentlich? Ach, da hinten sind die Toiletten wahrscheinlich. Guck mich hier mal ein bisschen um. Hallo? Wo ist denn hier mein Büro? Gibt's ja gar nicht, oder? Da hinten drin? Nee. Wahrscheinlich hier, oder? Hallo? Steuerung ist manchmal echt ein bisschen komisch. Reagiert ein bisschen schnell, finde ich. Hallo? Macht ja voll die Schlenkerer. Der Zustand der Leiche weist auf die Handschrift des Origami-Killers hin. Die Ermittlungen werden das in den nächsten Tagen bestätigen. Die Polizei arbeitet rund um die Uhr, um den Täter schnellstmöglich zu stellen. Ihre Fragen, bitte. Ja. Sie sagten, die Handschrift würde auf den Origami-Killer hinweisen. Was heißt das genau? Es lag eine Origami-Figur in der Hand des Opfers und eine Orchidee auf seiner Brust. Das Gesicht war voll Schlamm, aber es gab keine sichtbaren Zeichen von Gewalt. Bitte. Der Zodiac-Killer wurde nie identifiziert. Könnte das auch beim Origami-Killer passieren? Das halte ich für unwahrscheinlich. Im Moment hält der Mörder sich für unbesiegbar, aber letztendlich wird er Fehler machen und dann haben wir ihn. Da bin ich mal gespannt. Ja? Hat der Mörder eine Nachricht hinterlassen, die sein Handeln erklärt? Eine Lösegeldforderung etwa? Nein. Er hat noch keinen Kontakt hergestellt. Wir haben nur die Morde, die etwas über sein Motiv aussagen. Ich habe irgendwie einen ganz schlimmen Verdacht. Ja. Weiter bitte. Weil wir als Vater haben ja ständig irgendein Origami-Teil in der Hand. Aber jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie in irgendeiner Weise ein Killer sind. Hallo? Wo soll ich denn hin? Kann ich nur den Gedanken hören? Kaffee? Charlene? Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Hab ich doch gerade. Will ich ja gar nicht. Wo ist denn hier die Charlene? Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten. Okay. Ach so, die Assistentin, ja, die ist ja ganz woanders hier. Die ist ja irgendwo... Mann, der macht immer so komische Schlenkerer hier. Ich verstehe nicht, wieso. Aus dem Weg, bitte. Was ist das? Was ist das? Office? Okay. Hallo, Assistentin? Huch, halt!
Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Na, warum nicht? Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Büro. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Ich komme. Ich mache hier nur ein paar Schlenkerer. Wo bist du denn hin? Huch. Warte. Ich folge dir unauffällig. Wo läuft sie denn hin? Oh Gott, was ist denn das für eine Abstellkammer? Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Okay, Zeit zu arbeiten. Krass. Kann ich mich jetzt da erstmal hinsetzen, irgendwie hier so? Ja, ja, setz dich doch mal hin. Was? Was macht er denn jetzt? Was auch immer der jetzt vorhat, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich ahne aber was. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.